Warum brauche ich Online-Marketing? Na, wenn jeder mal auf sein Handy mal guckt, wie das eigene Nutzerverhalten ist, wie viele Stunden am Tag am Handy verbracht werden, dann wissen wir doch, wo die Werbung am besten aufgenommen werden wird. Und dementsprechend müssen wir diese Kanäle natürlich befeuern, um den Verbraucher dann auch zu erreichen. Ja, was soll ich lange drum rumreden? Seit 2020 arbeiten wir zusammen und wenn ich so zusammenzähle, habe ich 10, 11 positive Weiterempfehlungen schon getan. Meinst du, sowas würde ich machen, wenn ich mit der Dienstleistung nicht 110% überzeugt wäre? GroMember ist die Lösung. Mein Name ist Mike Pikarski. Ich betreibe zusammen mit meinem Sohn, mit dem Jason, 3 Anlagen. Davon sind 2 in Hamburg und ein Standort, wo wir uns hier gerade befinden, in Ahrensburg. Wir kennen uns ja jetzt schon seit 2020 und haben uns ja häufiger sind wir uns über den Weg gelaufen. Beispiel die Fitness Future Days oder auch ja im Netz immer und immer wieder penetrant bin ich auf deine Werbung aufmerksam geworden und irgendwann bin ich neugierig geworden, wo ich dann auch dachte, hey, cool, das ist genau das, was ich brauche. Individualisierte Leads, die ja auch hochwertig sind und die tatsächlich auch ins Studio dann auch kommen. Wir sind so ziemlich die Pioniere auch über Facebook gewesen. Anfangs hat das auch ganz gut gelaufen mit sogenannten Einheitskampagnen, wo, ja, egal in welcher Stadt du bist, du hast überall die gleichen Kampagnen dann letztendlich im Netz auch gesehen. Und was ist das Besondere an euch? Ihr kommt zu mir ins Studio, macht Aufnahmen, macht euch ja, Bilder und Videos vor Ort von Kunden, so wie es auch tatsächlich dann auch ja, in der Firma gelebt wird. Verwendet das dann in ja, sehr, sehr schönen Werbeanzeigen, so dass der User letztendlich genau sieht, was erwartet ihn dann bei uns im Studio. Und das hat natürlich eine ganz andere ja, Bindung, die vorab schon erzeugt wird. Und das steigert die Erscheinungsquote und das ist ja das, was wir letztendlich auch benötigen. Ich habe einen bunt gemixten Blumenstrauß an Werbeaktivitäten. Natürlich auch die ja, sehr klassische Promotion. Wir hier in Arnsburg befinden uns in einem Ärztehaus, wo wir Kooperationsärzte auch haben, die unsere Arbeit auch sehr zu wertschätzen wissen. Da sind wir aktiv im Ortskern von Arnsburg. Machen wir hin und wieder auch diverse Promotion-Veranstaltungen. Hin und wieder sind wir im Wochenblatt vertreten, ja, oder halt die sozialen Medien. Ganz viel gemischt. Warum brauche ich Online-Marketing? Na, wenn jeder mal auf sein Handy mal guckt, wie das eigene Nutzerverhalten ist, wie viele Stunden am Tag am Handy verbracht werden, dann wissen wir doch, wo die Werbung am besten aufgenommen werden wird. Und dementsprechend müssen wir diese Kanäle natürlich befeuern, um den Verbraucher dann auch zu erreichen. Wie viele Mitglieder gewinnen wir im Monat? Für den Rückentherapiestandort hier in Arnsburg sind das zwischen 5 und 10 Mitglieder. Und das ist dafür, dass es ein Werbezweig ist, sehr ansehnlich. Philipp mit seinen Kollegen setzt die Sachen unglaublich schnell um. Manchmal denke ich mir, packt der Junge nochmal sein Handy überhaupt weg, der ist Tag und Nacht erreichbar. Und wenn wir abends irgendwas besprechen, dann wird es auch ja, zeitnah, meistens am Folgetag auch umgesetzt. Und dann geht die Kette bei uns natürlich weiter. Ne? Die Aktion ist dann zeitnah online, dann gibt es halt die ersten Leads, die dann reinkommen. Dann wird da auch zeitnah so schnell wie möglich hinterher telefoniert, um mit den Leuten verbindliche Termine zu machen. Da sind wir sehr, sehr dankbar, weil das eine unglaubliche Umsetzungsgeschwindigkeit ist. Es hat sich vor einem halben Jahr was Besonderes bei mir ergeben. Ich habe mit einer Geschäftspartnerin eine GmbH gegründet, weil wir eine Weiterentwicklung des EMP-Shares umgesetzt haben. Und um dieses geniale Produkt, das ist ein Beckenbodenstuhl, wo die Leute, die drauf sitzen, mehrere tausend Muskelkontraktionen tief in den Beckenboden reinbekommen und dadurch Beckenbodenprobleme deutlich weniger werden. Und dieses muss natürlich auch vermarktet werden.
Und da bin ich auf den Philipp dann zugegangen und habe ihm unsere Geschäftsidee erklärt, habe ihm erzählt, dass wir die Weiterentwicklung produzieren lassen und dass wir einen Vertrieb in Deutschland und Österreich und in der Schweiz aufbauen möchten. Und dann hat er sich richtig gute Gedanken, richtig tiefe Gedanken gemacht und auch da ganz schnell umgesetzt, sodass wir jetzt eine Kampagne erstmal deutschlandweit haben, um interessierte Studiobetreiber über dieses geniale Produkt aufmerksam zu machen. Und da auch eine unglaubliche Wandlungsfähigkeit, auch mal über den Tellerrand geschaut. Ja, das ist, glaube ich, ziemlich einmalig in eurer Branche. Vielen Dank in diesem Sinne. Also ich bin richtig positiv beeindruckt vom Preis-Leistungs-Verhältnis eurer Firma Grumember. Und es gibt reichlich andere Anbieter auf dem Markt. Das Telefon steht nicht still mit Leuten, die dann uns als Kunden auch haben möchten. Aber für mich sind die Vorteile, die liegen ganz klar auf der Hand. Wie schon erwähnt, die Zuverlässigkeit, die äußerst schnelle Umsetzung, das individualisierte Zielgruppenmarketing auch. Ja, und das für das Geld? Krass. Und letztendlich kann ich ja selbst bestimmen, wie viel Werbebudget ich für Facebook noch reinsetze. Das ist so, wie ich skaliere. Dementsprechend habe ich den Rücklauf. Ja, was soll ich lange drum rumreden? Seit 2020 arbeiten wir zusammen. Und wenn ich so zusammenzähle, habe ich 10, 11 positive Weiterempfehlungen schon getan. Meinst du, sowas würde ich machen, wenn ich mit der Dienstleistung nicht 110% überzeugt wäre? Grumember ist die Lösung.